Hallo bei Blender für Zusianer. In diesem Video erzähle ich jetzt mal nichts handwerklich Neues, sondern das ist eher ein Servicefilmchen für Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, zum Zusi 3 Modellbau ihre Mutter einzusetzen. Nochmal. Man muss also gegebenenfalls mal eben kurz gucken, wo denn die gewohnten Buttons jetzt hier geblieben sind, auf welcher Registerkarte. Hier zum Beispiel sind alle die, die irgendwas mit normalen Vektoren zu... Vektoren? Denn das Exportskript fasst nachher ganz aggressiv alle, die dasselbe Material haben, zu einem Subset zusammen. Wenn man das nicht möchte und zum Beispiel den Kran hier separat nachher haben möchte, weil man den zum Beispiel rauslöschen möchte, es gibt ja auch KLV-Schwerkleinwagen ohne Kran. Gut, das war wahrscheinlich, das war ein Einzelstück, ne? Es gab einen einzigen, der hatte keinen Kran. So, jetzt habe ich mich hier irgendwie in eine Ecke manövriert. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich will jetzt den verdammten Kran und den größten Teil des Objektes mit Standard eine Textur haben. Also mache ich das mal so. Material weiß. Stelle ich jetzt auf Standard eine Textur. Fahrerhaus. Weiß 001. Einstellen auf Halbtransparenz. Haus innen. Ebenfalls ein Fall für Halbtransparenz. Nehmen wir das da. Ich hatte irgendwann mal... Scheiße. Dann... Lecco mio. Nämlich dann, wenn man hier ein Objekt importiert, ich nehme jetzt mal den hier. Scheiße. Ist das ein Driss hier? Meine Fresse. Ich vermisse jetzt gerade hier das... Ich vermisse jetzt hier gerade was. Ich drücke mal gerade Taste N. Aha, ja. Heißt dann also, da kann jeder sich das runterladen und weiterentwickeln unter Namensnennung des Ursprungsautors. Autors, so. Irgendwie ist gerade hier die Spülmaschine nebenan schwer am Schaffen. Jetzt hat er fertig. Bei denen, wo man einen Nachtumschaltzeitpunkt festlegt, sieht man nämlich häufiger schon mal dann ein Häuschen, was nachts... Quark. Mit der Zeit gewinnt man so weit an den Fahr... Mit der Zeit gewinnt man so weit an Erfahrung, man kann dann den DDS-Dateien allein an ihrer Dateigröße ansehen, was da drin ist. Um dieses Flickerproblem. Ich baue meine Loks ja mit dem Nullpunkt in Lok Mitte. Ich baue meine Loks ja mit dem Nullpunkt in Lok Mitte. Muss man für sich entscheiden, ob das eine Option ist, also diese Open Source. Als anständiges Open-Source-Projekt? What? We seriously need to discuss your pronunciation.